So, hallo Leute, hier ist Koka von TechGenier. Heute zeige ich euch das Samsung Galaxy S3 Mini. So eine Art Unboxing-Video. Ich erzähle euch ein bisschen was darüber. Erst einmal sollten wir uns mal anschauen, was das Gerät hier alles, was hier alles drin ist in der Box. Das S3 Mini ist der kleine Bruder vom S3. Heißt, alles sollte eigentlich kleiner sein. Schauen wir uns das mal alles an hier. Also als allererstes haben wir unser Gerät hier drinnen. Schön verpackt in Plastik, Schutzfolie. Was haben wir noch drinnen hier in der Verpackung? Ein Handbuch, der Akku, den ich auch gleich reintun werde, verschiedene Kopfhöreraufsätze für die verschiedenen Ohren. Was halt hier direkt auffällt, ist es denn, dass hier der neue Samsung Kopfhörer gleich drin ist, also das, was auch bei den Premium-Handys wie dem Note 2 und dem Galaxy S3 drin ist. Das ist ein richtig guter Kopfhörer. Dann haben wir Micro-USB zu USB-Kabel. Und wir haben das ganz normale Aufladekabel für die Steckdose. Mehr ist hier nicht drin. Dann können wir eigentlich direkt zu dem Gerät kommen. Dann machen wir dieses Plastik hier weg. Wo ist der? Hier. So. Was direkt auffällt, ist, vom Design her sieht es ähnlich bzw. gleich aus wie das S3. Es ist aber um einiges kleiner. Ich werde sie dann nochmal in einem zweiten Video vergleichen, direkt vergleichen miteinander, auch die Geschwindigkeit und auch den Bildschirm und alles drum und dran, damit man auch den Unterschied wirklich sehen kann. Was wir jetzt hier haben, ist ein S3 Mini mit einem 4 Zoll Bildschirm. 4 Zoll ist mittlerweile so der Standard, also bei den kleinen, auch bei den kleineren Handys, bei den Einsteigergeräten, noch viel kleiner werden die Displays nicht, die werden immer größer. Also 4 Zoll Display ist ein super AMOLED-Display mit einer Auflösung von 800 mal 480. Das heißt, wir haben hier keine HD-Auflösung. Wir haben hier die Auflösung, was das S2 mal damals hatte, aber auf 4 Zoll und nicht auf 4,3 Zoll wie das S2 damals. Das heißt, von der Auflösung her ist es eigentlich ganz gut für so ein Einsteigermodell. Man kann schon einiges damit anfangen und man kriegt keinen Augenkrebs davon. Drauf ist hier die neueste Android-Version, die es jetzt für die Samsung-Handys gibt, also 4.1, Android 4.1 Jelly Bean ist drauf. Wir haben einen 1 GHz Dual-Core-Prozessor, das heißt mit zwei Kernen, getaktet mit 1 GHz. Wir haben 1 GB Arbeitsspeicher, wie das S3 selber auch. Wobei das S3 natürlich einen schnelleren Prozessor hat. Wir haben hier hinten eine 5-Megapixel-Kamera. Wir haben hier ein LED-Flashlight. Und wir haben hier die Lautsprecher. Vorne haben wir nur ein paar Sensoren. Für die Helligkeit und Bildschirm ausschalten und so weiter und so fort. Und auch hier haben wir eine Kamera für Videotelefonie, die mit VGA-Auflösung auflöst. Oben haben wir 3,5 mm Kopfhörereingang. Unten haben wir nur Micro-USB-Eingang hier zum Aufladen bzw. Synchronisieren mit dem PC und das Mikrofon selber. Wobei jetzt direkt auffällt, dass hier oben kein Mikrofon ist. Das heißt, wir haben kein zweites Mikrofon, was wiederum darauf schließt, dass wir keine Rauschminderung haben. Das heißt, wenn man in lauter Umgebung ist, hat man nur ein Mikrofon, was versucht es unter Kontrolle zu bekommen, was dazu führen kann, dass der Gesprächspartner einen dann nicht mehr versteht, weil die Lautstärke nicht rausgefiltert wird. Links haben wir die Lautstärketasten und rechts haben wir den Power-Knopf. Sonst gibt es ja eigentlich nicht viel zu sagen. Gewichtsmäßig liegt es bei 120 Gramm. Das Gerät ist also relativ leicht mit dem Akku zusammen. Ein bisschen leichter als das S3, aber nicht viel. Es ist ungefähr 9,9 mm dick, das heißt ungefähr 1,3 mm dicker als das S3. Ich werde das aber nochmal in einem anderen Video direkt zeigen, damit man das direkt sehen kann, den Unterschied. Was halt hier alles drauf ist, ist standardmäßig WLAN, Bluetooth, also das ist alles drauf. Wir haben HSDPA, 8 GB internen Speicher haben wir. Es gibt auch noch ein Modell mit 16 GB. Das gibt es auch. Man kann aber natürlich, jetzt zeige ich euch nochmal hier hinten klar, damit man das direkt sieht, was hier drin noch hinten reinkommen kann. Man kann es natürlich mit einer Micro-SD-Karte, die hier auch gleich angezeigt wird, ich zoome mal ein bisschen ran, damit ihr das ein bisschen besser sehen könnt.
So. Also mit einer Micro SD-Karte kann man hier natürlich das aufstocken bis zu 32 GB mehr. Wir haben einen normalen SIM-Karten-Slot, das heißt normale SIM-Karten kommen rein, keine Micro-SIM-Karten. Warum die das eingebaut haben, weiß ich nicht. Anscheinend hatten sie zu viel Platz übrig. Kann man gleich mal den Akku reintun, wenn wir schon mal dabei sind. Akku ist relativ dünn und hat 1500 mAh. Das heißt, ist schon ganz üppig ausgelegt auf Dauer telefonieren, könnte man schon fast sagen, für dieses kleine Gerät. Genau, der Schließmechanismus und allgemein das Gefühl für das Telefon ist ähnlich wie beim S3. Es fühlt sich wirklich hochwertig an, das kann man schon sagen. Also für den Preis, den man zahlt, ungefähr 300 €, kriegt man schon ein ganz hochwertiges Gerät. Kann da nicht viel falsch machen. Natürlich mit der Geschwindigkeit ist es vielleicht nicht auf dem Stand der heutigen Zeit. Aber schauen wir mal, wie schnell es hochfährt. Es ist trotzdem noch schnell genug und relativ klein und handlich. Das heißt, es passt in jede Hosentasche, in jede Jackentasche, eigentlich in alle Taschen, die es gibt. Und sieht auch nicht sehr klumpig aus. Wobei ich natürlich sehr große Hände habe, ist klar. Also in meiner Hand könnte es natürlich verschwinden. Ich suche mal wieder ein bisschen raus, damit wir ein bisschen mehr Übersicht haben. So. Also für meine Hände vielleicht ein Tick zu klein, aber man kann hier mit, also zumindest ich kann hier wirklich, ohne dass ich das Gerät irgendwie komisch halten muss, in jeder Ecke des Gerätes fassen. Ich habe relativ große Hände, muss man sagen. So sieht dann das Gerät aus. Also das ist alles wirklich Jellybean-mäßig aufgebaut. Das Gerät ist auch relativ schnell. Also es reagiert auf alle Bewegungen sofort. Und man sieht es hier. Das geht eigentlich alles ganz gut von der Hand. Da gibt es keine Probleme. Das sieht ganz gut aus, eigentlich bei dem Gerät gelöst. Ja. Ich werde, wie gesagt, nochmal ein S3-Video machen. Also vergleichen sogar das S3 Mini mit dem S3 direkt nebeneinander. Auch nochmal alles aufzählen, damit ihr einfach den Unterschied seht zwischen diesem Telefon und dem S3. Weil da sind schon große Unterschiede. Es fällt einem hier nicht so auf. Wenn die nebeneinander liegen, sieht man schon die Unterschiede. Vielleicht, um euch beim Kauf weiterhelfen zu können. Habe ich irgendwas vergessen noch zu sagen? Ich glaube nicht. Schauen wir noch mal kurz hier rein. Nee, ich habe euch alles gesagt. So, danke fürs Zuschauen und schönen Tag noch.